Ich fackel hier gleich garantiert wieder alles ab. Das ist so typisch, ne? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein dreifaches Unboxing für dich von der My Little Box. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum dreifaches Unboxing? Naja, weil ich irgendwie... Ich habe die My Little Box abonniert und habe direkt die letzten drei Boxen gekriegt. Also einmal die Bon Weekend Box, dann die Winterlichter Box, die ich ja doppelt gekriegt habe und aktuell ja auch verlose. Und dann ist jetzt auch noch die Mac Box eingetroffen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was sich in den einzelnen Boxen verbirgt. Nö, ich weiß es noch grob aus den Unboxings von meinen Mit-YouTuberin, wo ich ja immer geschaut habe und die mich angestiftet haben, letztendlich ja diese Box zu abonnieren. Ja, ne? Also ich habe mir gedacht, der Start der My Little Box Unboxings hier auf meinem Kanal startet damit, dass ich die letzten drei Boxen auspacke. Super, ne? Weil ich habe sie hier, warum nicht? Kann ich meine Meinung dazu sagen, wie ich das finde. Gucken wir mal rein. So, habe ich im Abo, habe ich gesagt, im Jahresabo und zahle dann, ich glaube, was ist das, 15,50 pro Box oder so. Das hier ist die Bon Weekend Box und die kommt, glaube ich, dann Dezember, November, aus dem Oktober, ne? Interessant, dass die jetzt auch mal geliefert haben. Ich war so verwirrt, ne? Die hat so ein, ja, ne? Ist halt in so einer Verpackung drin. Also die kommt scheinbar jedes Mal irgendwie in einer anderen Verpackung. Ja, Sweets and Cakes steht hier drauf. Das ist einfach so eine Karte. Ja, ne? Kannst du dir so irgendwo einrahmen oder so. Dann gibt es hier L'Essentiel, Kartenhalter für unbeschwerte Reisen. Okay, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das ist so ein, ja, Vieh von der My Little Box. In der My Little Box selbst hast du ja immer so Beauty-Produkte drin, aber auch so nützliche Lifestyle-Produkte, die man so verwenden kann. Und hier soll man... Ups, I did it again. Okay, da soll man dann wahrscheinlich irgendwie Geld reinmachen können. Ich bin kein Fan von solchen Mini-Portemonnaies, weil ich finde, da fällt das Geld immer raus. Du kannst da halt wirklich nur, ja, richtig so Scheine reinmachen. Aber Hartgeld fällt doch raus. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu schusselig für. Ich bin auch eher so Fan von diesen großen Geldbörsen. Okay, als nächstes habe ich hier drin... My Little Box Paar Le Chaussette qui appro... Keine Ahnung. Das. Was ist hier drin? Auch wieder was von My Little Box. Ach, das waren Socken. Wie süß. Guck mal. Das sind Socken. Ob die mir passen? Ich habe ja Schuhgröße 41, ne? Ich bin ja relativ groß unterwegs. Da steht einmal Queen drauf. Das ist so glitzerig. Das ist natürlich cool, ne? Das wäre cool, wenn die mir passen würden. Mit meinen Riesenfüßen. Dancing Queen steht da drauf. Okay, cool, witzig. Ja, muss ich gucken. Kriegen wir schon hin, dass die mir passen. Die sind ja wahrscheinlich auch dehnbar, ne? Fancy Sneaker, fancy Socken. So eroberst du mit diesem unschlagbaren Duo die Metropolen dieser Welt. Du tänzelst, beschwingt, stolzierst, läufst und drehst deine Pirouetten anmutig von Stadt zu Stadt. Nur Mut, Dancing Queen. Die Welt liegt dir zu Füßen. Das ist halt etwas, ne? Ein Grund, weswegen man die My Little Box abonnieren kann, weil da einfach so geile Sprüche drin stehen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich hoffe, dass man die auch entsprechend waschen kann. Ich packe sowas ja eigentlich auch ganz gerne in Trockner, aber ich glaube, das wird hiermit nicht funktionieren. Nein, schade. Ich bin ein Fan von trockener Sachen. Okay, dann haben wir hier noch weitere Produkte drin. Ritual of Ayurveda, The Ancient Art of Living Wisely. Roses from India Fragrance Sticks, also das sind 50 Milliliter. Das sind hier so ne, Sticks halt. Ach, das ist so geil. Und Rituals, ich meine, wer mag nicht Rituals? Rhetorische Frage, Leute. Ich glaube, jeder von uns mag das. Ja, das ist relativ simpel. Das ist etwas, was ich mir sehr gut so im Badezimmer auch vorstellen kann. Ne? Nimmst du das Vieh, machst du die Viecher rein, hast du dann schönen Duft. Kann man gut machen, ne? Kann man wirklich gut machen. Oh ja. Oh, das wird cool. Okay, dann haben wir hier so ein Beutelchen und in diesem Beutelchen haben wir zum einen eine Gesichtsmaske drin von Tony Moly, I'm Real Tea Tree Mask Sheet Skin Soothing und ja, ne, ich mag die von Tony Moly echt sehr, sehr gerne. Da gab es damals auch richtig günstige Sets von bei Amazon. Mittlerweile gibt es die leider nicht mehr. Ja, ne, habe ich immer sehr gefeiert, weil die halt auch wirklich pflegend und feuchtigkeitsspendend sind. Die kann ich also wirklich empfehlen.
Und dann haben wir hier noch ein Produkt von der My Little Box selber drin. Und zwar Gel Nettoyant Peau Fresh. Ich glaube, das ist ein Duschgel, ne? Ne, ein Reinigungsgel steht hier hinten drauf. Die Textur, ein cremiger Schaum. Die Wirkung, eine porentiefe Hautreinigung morgens und abends. Die Utensilien, deine Finger. Wenn du möchtest, ein Peeling-Accessoire. Das Ergebnis, ein frischer Teint, eine Pfirsichhaut. Steht drauf. Okay, ja, sehr süß beschrieben. Und dann hast du natürlich hier noch so ein Säckchen im Prinzip. Schwierig ist es ja immer bei der My Little Box tatsächlich die Werte der Produkte einzublenden, weil du hast hier halt auch zum Beispiel als Accessoire, als Goodie halt diese Dose mit dabei, die du auch eins als Keksdose verwenden kannst und auch das hat seinen Wert. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, da jetzt einen Wert herauszufinden. Ich weiß noch nicht, wie ich das bei den My Little Boxen machen werde, weil die halt auch viele Eigenmarkenprodukte so mit drin haben. Schreib mir das doch mal gerne in die Kommentare, wie du das gerne hättest. Ob ich quasi dann so Vergleichsprodukte raussuchen soll und dann so quasi Preise einblenden soll. Ob ich es ganz sein lassen soll, ob ich nur die Preise von den Produkten einblenden soll, die es auch wirklich so zu kaufen gibt. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. In die Infobox kannst du nicht schreiben. Nein, genau, da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann gucken wir doch mal in die Box Winterlichter. Nee, das war eigentlich die Box, weswegen ich abonniert hatte, ne? Weil da ist eine Creme von einer Marke drin, die ich einfach sehr gerne mag. Einfach eine leere Box. Cold Night, Warm Home, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Genau. Ich glaube, man kann diese Karten im Prinzip aufbewahren und dann so, kann ich mir gut vorstellen, ne? Dass du, wenn du alle davon aufbewahrst und die dann so an die Wand machst, dass du dadurch ein schönes Patchwork-Bild mehr oder weniger von bekommen könntest. Muss ich mal schauen. Also das kann ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen. So, als erstes haben wir hier ein Accessoire drin und das ist schon mal ganz niedlich. Kamin für alle, die Kerze im Fenster. In der Ferne sind die Fenster eines Hauses hell erleuchtet. Siehst du die Flamme, die von einem Künstler im dritten Stock inspiriert wurde? Die Funkeln einer Geschichte, die von einem Feuer im zweiten Stock entfacht wurden? Oder die Glut der Öfen eines festlichen Essens im Erdgeschoss? Non. Es ist die Kerze, die du in dein Keramikhaus gestellt hast, um die Nacht zu erhellen. Genau. Wir haben tatsächlich einen Kamin. Übrigens hast du hier noch ein Haargummi mit dabei. Ist das nicht aufregend? Ein Haargummi, Leute. Eskalation, Stufe 5 Milliarden. Entschuldigung. Ja, kann man als Haargummi verwenden. Ne? Okay. Ist alles so niedlich verpackt. Also ich habe übrigens auch so einen Freunde-werden-Freunde-Code. Den setze ich dir mal hier irgendwo rein und unten in die Infobox rein. Damit kannst du sparen und ich bekomme dadurch Punkte, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, damit kann ich Punkte sammeln. Ja, genau. Ähnlich wie bei der Glossybox. Ach Quatsch, hier ist auch noch Teelicht mit drin. Ach, du ahnst es nicht. Ist das süß. Das ist aber sehr süß. Guck an. Ein Mini-Teelicht. Und das hier ist das Haus. Claudia und Feuer, ne? Das sind immer so zwei Sachen. Ich habe übrigens wirklich so einen Flammenwerfer. Genau. Genau, ja. Mein kleiner Flammenwerfer, ich liebe ihn. So, und hier sehen wir dann, wie das dann quasi mit der Kerze aussieht. Oh, ist das nicht hübsch? Ich finde es voll schön. Ich fackel hier gleich garantiert wieder alles ab. Das ist so typisch, ne? Das ist so heiß, was da rauskommt. Au, au. Oh. Auch mit Finger. Okay, ein bisschen Schwund ist immer. Dann haben wir hier, das finde ich ja auch so herrlich, ne? Geborgenheit to go. Okay. Komm ruhig näher und lass dein kleines Wärmejuwel deine Hände umschmeicheln. Ist es zu heiß, bedecke es mit seinem weichen Mantel, die fluffige Pouch und nimm die Wärme einfach mit. Leute, ganz ehrlich, das ist eine Mini-Wärmflasche, diese hier, und die kommt mit auf die Arbeit. Ne? Denn es ist total großartig. Also ich habe zwar, wenn ich meine Periode habe, ne, habe ich immer Bauchweh. Und ich habe immer diese Wärmepflaster quasi von DM. Und bei Rossmann gibt es die, glaube ich, auch. Aber bei DM gibt es die auf jeden Fall. Und die habe ich dann quasi immer unter meiner Kleidung und auf meinem Top so kleben. Ne? Aber sowas ist doch auch gar nicht so verkehrt. Das ist doch total niedlich. Guck mal, so niedlich. Und das kommt mit auf die Arbeit, ja. Und hier haben wir noch so ein Säckchen mit dabei, wo du dann letztendlich die Wärmflasche auch reinmachen kannst. Das passt ja auch 1A. Und da ist das Produkt drin, genau. Clinique Moist, hier, Gedönsen, ne? All About Eyes. 5 Milliliter, das ist meine Lieblingsaugencreme, Leute. Die ist echt klasse. Also ich habe noch keine gefunden, die der Textur und der Wirkung so nahe kommt, dass ich sagen würde, okay,
die kann ausgetauscht werden. Habe ich noch nicht gefunden, tatsächlich. Ja, und das ist halt die kleine Größe. Süß, ne? Ist schon gefährlich mit diesem Häuschen. Ich habe es mal da vorne, wobei das ist natürlich auch keine unbedingt feuerfeste Decke hier vorne, aber wir versuchen es mal. Auf jeden Fall, ne? Das ist aber ein anderer Deckel. Normalerweise kenne ich die tatsächlich mit dem roségoldenen Deckel, aber gut, das ist neu. Ja, ne? Freue ich mich drüber, weil das ist eine Augencreme, die ich einfach absolut empfehlen kann, auch wenn sie arschteuer ist. Aber Leute, wenn die bei Douglas im Sale ist, dann kostet die auch gar nicht so viel. Dann kann man sich die wirklich gönnen und die hält ja auch eine ganze Weile. Okay, so, dann habe ich hier noch ein Produkt drin. Und zwar ist es von My Little Beauty, also von der Eigenmarke von der My Little Box. Creme. Oh, oh, irgendwas hat gerade Knuck gemacht. Okay, ich glaube, es war wirklich dieses kleine Häuschen, was da vor sich hingeknackt hat. Ich habe jetzt erstmal die Kerze ausgepustet. Das ist schon gefährlich hier, Leute. Okay, wir waren hier. Creme Reconfortante au Lait. Keine Ahnung, irgendwas mit Winter. Während du die Glut entfachst, wickelt dich die Hitze liebevoll um den Finger. Keine Glut in Sicht. Hüll dich in unsere beschützende Wintercreme mit beruhigender Hafermilch. Oh, das riecht gut. Und regenerierender Vanille. Voll der Winterduft. Keine Angst vor Hitzeballungen. Die Creme ist so zart und weich, dass sie auch für empfindlichste Haut geeignet sind. Kein Wunder, sie ist zu 97% natürlichen Ursprungs. Ja, ne? Das ist eine Creme und ich glaube, das ist einfach eine Bodycream, wenn ich das jetzt hier richtig höre. Ja, denke ich mal, ne? Cool. Ja, ich glaube, dass man in dieses Häuschen besser so eine Kerze macht, die halt quasi keine Flamme hat, ne? Diese elektrischen Kerzen. Da wäre ich jetzt ein bisschen mehr safe mit. Okay, dann haben wir noch zwei Produkte hier in diesem Säckchen mit drin. Auch beide von Clinique, beide hatte ich schon mal. Einmal diese High Impact Mascara. Ja, das ist halt eine kleine Größe davon mit 3,5 Millilitern, ne? Fand ich jetzt okay für den Alltag, aber für, also, ne, kabuff, kabam ist die jetzt nicht unbedingt, finde ich. Gut, und dann habe ich hier noch den Take the Day Off Make-up Remover und der ist eher so, ja, für die Augen, ne? Also das ist so ein Zwei-Phasen-Vieh, so ein ölhaltiger Make-up-Entferner. Den schüttelt man dann entsprechend, dann wird er so milchig von der Konsistenz her, wenn man den ordentlich gut geschüttelt hat. Ja, und dann kann man sich den entsprechend auf ein Wattepad oder auf ein wiederverwendbares Augenentferner, Abschminkpad geben, einwirken lassen und dann sanft runter machen, ne? Genau, ja. Ist ein gutes Zeug. Also ich freue mich vor allem über diese Wärmflasche in diesem scharfen Säckchen und die All About Eyes natürlich, ne? Darüber wollen wir nicht streiten. Das Häuschen macht mir Angst. Wenn ich da die Kerze, die mitgeliefert wurde, anmache und das Ganze knackt hier so vor sich hin und explodiert hier schon fast. Ja, okay, ich habe dann ein bisschen Respekt davor. Die Einladung des Jahres ist da, My Little Box und Mac. Und dann öffnet sich das wie so eine Blume fast schon, was man hier so rausbekommt. Und hat dann einmal hier diese geschlossene Gesellschaft, so ein Kärtchen und Leute, die feiern. Genau. 23.55 Uhr, die Glocken läuten, das Gemurmel wird lauter, ein Fest steht bevor. 23.56 Uhr, um hineinzugelangen, musst du versichern, dass dein Herz für glamouröse Feste schlägt, die niemals vor Sonnenaufgang enden. 23.57 Uhr, die Musik zieht dich magisch in den Bann, alors, noch einen hauchroten Lippenstift und du bist bereit für die Nacht. Alles klar, ne? Also das ist quasi so der Countdown, ich denke mal, zu Silvester. Und dann bekommst du hier tatsächlich so ein Samtschatüllchen. Und das sieht doch schon mal, ne? Silvester-Vibes, hallo. Das ist richtig schön Samt. Also du kannst es wirklich weiterverwenden. Und den Wert von so einem Schmuckkästchen festzumachen, ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Denn du hast in diesem Schmuckkästchen tatsächlich auch einen Spiegel mit drin. Also es ist ein richtiges Schmuckkästchen, was ich richtig hübsch finde. Und ja, dann gehen wir jetzt hier tatsächlich mal den einzelnen Uhrzeiten entlang. Das heißt, wir waren jetzt eben bei 23.57, jetzt kommt 23.58. Denier Retouche devant le miroir. Irgendwelche letzten Blicke in den Spiegel, so nach dem Motto, glaube ich. Ja, bevor du in die offenen Arme deiner Clique tauchst, nimm dir einen Moment Zeit. Schließ die Tür, schnapp dir deine neue Schminke. Du wirst schon sehen, mehr Lidschatten und Lippenstift, subtil dosiert, geschickt aufgetragen. Du bist bereit für die Nacht. Wenn du erschöpft zurückkehrst, ist es der Make-up-Entferner, der die Führung übernimmt, um deine Augen sanft zu schließen. Bonne nuit. Ja.
Es wurde über einen Lippenstift gesprochen. Das ist der Matte Lipstick Rouge à Lèvres von MAC. Ja, ich mag die MAC Lippenstifte von der Textur, von der Qualität her sehr, sehr gerne. Da habe ich auch schon einige von da. Das hier ist jetzt die Farbe D4 Danger, die 630. Und ja, ich denke, das wird jetzt einfach so ein richtig geiles, klassisches, dunkles Rot sein. Ne? Ach, die riechen auch immer so schön, ne? Ja, es ist schon sehr, sehr schick. Und gucken wir uns den mal an. Ja, es ist ein schöner Lippenstift, eine schöne Farbe. Macht ein schönes Finish und du spürst ihn nicht auf den Lippen. Der macht weiße Zähne, das finde ich auch immer sehr angenehm. Und du hast nicht das Gefühl, als würde er sich gleich direkt auf den Lippen, auf den Zähnen abstempeln. Deswegen, das ist ein toller Lippenstift, den ich mir echt sehr, sehr gut auch zu Silvester oder zu Partys allgemein vorstellen kann. Ja, ne? Mag ich gerne. Dann hast du hier noch einen Lidschatten mit dabei. Es ist nun mal ein Mono. Monos und ich sind nun mal keine Freunde, aber vielleicht kann ich mich mit dem hier anfreunden und mal gucken, wenn ich den wirklich als Mono trage. Antique Velux Pearl. Velux Pearl, keine Ahnung, ist dann wohl die Farbe. Es ist ein richtig schönes, dunkles Braun mit einem leichten Schimmer. Oh ja, doch, der ist schön kupfermäßig, ne? Ja, doch, das ist eine schöne Farbe. Und den trage ich jetzt einfach mal auf meinen Lidern auf. Ich finde es übrigens total klasse, dass ich hier jetzt dekorative Kosmetik auch mit drin habe, weil ich die direkt austesten kann. In den anderen zwei Boxen war ja nicht wirklich dekorative Kosmetik enthalten, um das mal so zu sagen. So, und wenn man Mono-Lidschatten hat, finde ich, muss der gut sein, wenn ich den nur Mono auftrage. Sprich, wenn ich den jetzt nicht irgendwie zusätzlich noch mit einer weiteren Farbe verwende. Ja, was das, ne, kann man wohl so Mono tragen. Das ist auf jeden Fall auch eine Alltagsgeschichte, ne? Ist nicht so krass. Doch. Vielleicht auch so ein bisschen unterm Lid noch. Schön ist halt wirklich, dass er so einen leichten Schimmer noch mit drin hat. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich versuche den auch so ein bisschen mal nach oben auszublenden, dass es nicht ganz so hart aussieht. Ist ein bisschen schwer, aber es geht auf jeden Fall klar. Sind schon ziemlich dunkle Augen dann, die man sich schminkt, aber im Prinzip hätte man ja normalerweise noch Foundation und so einen Kram drauf. Ne? Das habe ich jetzt ja gerade alle nicht. Aber doch, also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass der Lippenstift und der Lidschatten zusammenpassen, um das mal so zu sagen. Ne? Also das nicht wirklich. Nee, da hätte ich glaube ich, nee, jedenfalls nicht als Mono-Lidschatten. Da würde ich jetzt tatsächlich eher einen anderen Look zu schminken. Aber ne, es geht. Dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt drin, der angekündigte oder die angekündigte Reinigungslotion. Das ist so ein bisschen schneeflockenmäßig hier drin, also so dickflüssig auch ein bisschen, ne? Make-up-Entferner-Lotion mit grünem Tee. Ach, wie du gestrahlt hast, als du dein Spiegelbild sahst. Aber nach der Party brauchst du bloß paar Tropfen dieses zu 99,5% natürlichen Make-up-Entferners mit einer winzigen Spur Mikrogold. Ach, du ahnst es nicht, deswegen glänzt das auch so. Befeuchte Augen und Teint schon kannst du mit deinem Spiegelbild wieder um die Wette strahlen. Okay, ne? Ja, ja. Auch wieder aus der My Little Beauty Geschichte ist das halt eine Reinigungslotion. Finde ich ganz schön. Doch, das ist ganz gut gemacht. Gehen wir zu 23.59 Uhr. Reflet doré pour capter tous les regards. Irgendwas sollst du reflektieren. Dieses kleine Bijou, also Schmuckstück, veredelt deine schönsten Strähnen. Die einen tragen Plastikblumen im Haar, du entscheidest dich für edelschimmerndes Gold und pure Raffinesse. Weiter so, Little Beauty. Ach, guck mal, das ist so eine... Ah, das macht man sich so in die Haare rein. Das ist eine Haarspange quasi. Okay, dafür müsste man jetzt quasi... Kann man das so da reinmachen? Ja, muss man mal gucken, wie man das kombinieren kann. Aber meins ist sowas jetzt nicht unbedingt, ne? Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der irgendwelche Produkte im Haar trägt, um ehrlich zu sein. Ja. So, 0 Uhr. Möge das Fest beginnen. Du dachtest, wir wollten uns nach Mitternacht heimlich davonschleichen? Weit gefehlt. Wir legen jetzt erst so richtig los. Surprise! Hurra! Mac schenkt dir einen 30-minütigen... Oh! Make-up-Service, den du bis zum 19. Januar 2020 in deiner MAC-Boutique einlösen kannst. Es versteckt sich übrigens direkt auf der Rückseite. Okay, cool. Du träumst schon von der nächsten Party. Dreh diese Karte einfach um und zeig sie dem Make-up-Artist in deinem nächsten MAC-Store. MAC hat schon 4 tolle Make-up-Ideen für dich vorbereitet und erwartet sehnsüchtig deinen Besuch.
Mit dieser Karte kostenlos und exklusiv für dich. Ja, guck, das ist ja nett. Also da kannst du dann quasi diese Karte mitnehmen, beziehungsweise hier diese Mystery Card und einen Termin beim MAC vereinbaren, um dann quasi die schminken zu lassen. Finde ich ganz cool. MACcosmetics.de/stores, weil das Ding ist einfach, dass ich auf dem Land wohne und wir hier nicht so viele Möglichkeiten haben, um sowas einlösen zu können. Aber wir kriegen das schon hin. Genau. Und hier wäre dann auch noch dieses Ding gewesen, wo das wahrscheinlich drin gesteckt hat, oder? Da drin gesteckt. So. Und wenn man dann alles aus dieser Schatulle entfernt hat, dann hat man hier wirklich so eine schöne Schminkschatulle. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Also allein so eine Schatulle kostet ja auch sein Geld oder ihr Geld. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, guck. Das war jetzt tatsächlich mein Dreier-Unboxing von der My Little Box der letzten 3 Monate. Ja, ne? Ich freue mich auf die nächsten Boxen. Yay! Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!